Übungen zum Sprechen. Sprechen Teil 1. Sich vorstellen. Sie sollen über sich selbst sprechen. Sie bekommen eine Liste mit Wörtern. Sie können diese Wörter benutzen. Name, Alter, Land, Wohnort, Sprachen, Beruf, Hobby 1. Finden Sie einen Vorstellungstext für diese Person. Antworten Sie auch auf die Fragen am Ende. Sprechen Sie den Text zuerst laut. Dann schreiben Sie. Beispiel Mein Name ist Britta Neumann. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Deutsche und wohne in Hamburg. Ich studiere an der Universität in Hamburg Medizin. Ich kann gut Englisch sprechen. Und ein bisschen Französisch. Ich habe nicht viel Zeit für Hobbys. Aber in den Ferien fotografiere ich gern. Fragen. Sind Sie schon einmal im Ausland gewesen? Wo? Was haben Sie dort gemacht? Als Schülerin war ich dreimal in England. Ich habe dort Sprachkurse besucht. Und im letzten Jahr habe ich ein Praktikum in Amerika gemacht. In Boston. A. Ah, ich heiße Steven Nicholson. Ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus England, aus London. Seit zwei Monaten wohne ich in Köln. Ich bin Fußballspieler von Beruf. Ich spreche natürlich Englisch und etwas Deutsch. Mein Hobby ist Reisen. Fragen. Warum sind Sie Fußballspieler geworden? Haben Sie auch schon in Deutschland Fußball gespielt? In welchem Verein spielen Sie? Ich habe schon als Kind immer mit meinem Vater zusammen Fußball gespielt und bin deswegen Fußballspieler geworden. Jetzt spiele ich beim FC Liverpool. Ich war schon in Hamburg und in Recklinghausen. B. Mein Name ist Raul Ramirez. Ich bin 44 Jahre und ich komme aus Spanien. Ich bin Techniker von Beruf. Früher habe ich in Barcelona gelebt. Jetzt wohne ich in Hannover. Meine Muttersprache ist Spanisch. Ich kann aber auch gut Englisch und Italienisch. Und etwas Deutsch. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport. Fragen. Was machen Sie in Ihrer Freizeit? Gehen Sie gern ins Kino oder ins Theater? Ich mache viel Sport, Jogging und Inlineskating. Filme und Theater finde ich nicht so interessant. Ich gehe lieber ins Stadion oder in einen Club. C. Ich bin Teresa Brari. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Albanien. Dort habe ich in Tirana als Bibliothekarin gearbeitet. Jetzt wohne ich in München, in Schwabing. Ich bin sehr gern hier. Die Leute sind einfach toll. Ich kann Russisch sprechen, auch ein bisschen Englisch und Deutsch. Mein Hobby ist Lesen und ich sehe gerne Liebesfilme. Fragen. Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Kennen Sie auch noch andere deutsche Städte? Ich bin seit einem halben Jahr in Deutschland. Ja. Ich war auch schon in München, Köln, Leipzig und Berlin. D. Ich heiße Zhou Jingxing und bin 25 Jahre alt. Entschuldigung, ich kann kein Chinesisch und ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Ich komme aus China. Ich bin Lehrerin. Ich bin seit drei Monaten in Murnau. Ich möchte gut Deutsch lernen. Ich wandere sehr gern. Ich gehe oft in die Berge. Fragen. Wie ist Ihre Adresse hier in Murnau? Leben Sie gern in so einer kleinen Stadt? Ich wohne in der Talgasse 25. Ich finde Murnau sehr schön. Aber ich fahre auch oft nach München. Da gibt es mehr Geschäfte und Kinos. Sprechen Teil 2. Fragen und Antworten. 1. Formulieren Sie Fragen. Sprechen Sie zuerst die Fragen laut. Dann schreiben Sie. Auf dem Tisch liegen offen acht Karten zu einem Thema. Sie wählen drei Karten. Dabei müssen Sie eine leere Karte nehmen. Wählen Sie, mit welcher Karte Sie anfangen wollen. Beispiel. Thema Wohnen. Wortkarte Wo. Wo wohnen Sie? Der Partner antwortet dann auf ihre Frage. Ich wohne in der Helene Weber Straße. Leere Wortkarte. Ist Ihre Wohnung groß? Der Partner antwortet dann auf ihre Frage. Nein, ich habe nur ein Zimmer. A. Ah, Thema Wohnen. 1. Wie lange wohnst du in deiner Wohnung schon? Seit drei Jahren. 2. Hast du ein eigenes Schlafzimmer? Nein. Ich muss es mit meiner Schwester, mit meinem Bruder teilen. 3. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Nein. Ich lebe allein. 4. Wann räumst du dein Zimmer auf? Normalerweise räume ich mein Zimmer jeden Tag auf. 5. Wie groß ist dein Zimmer? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht 16 Quadratmeter. 6. Wie gefällt dir dein Zimmer? Es gefällt mir ganz gut. B. Thema Lernen. 1. Wie lange lernst du schon Deutsch? Seit etwa zwei Jahren. 2. Was findest du im Deutschkurs interessant? Die Dialoge und vor allem die Gruppenaktivitäten. 3. Wann beginnt der Unterricht? Um 9 Uhr. 4. Findest du Deutsch sehr schwer? Ja, es ist eine schwierige Sprache. 5. Hast du Freunde im Kurs? Ja, ich habe im Kurs zwei gute Freunde. 6. Wie viele Personen gibt es in deinem Kurs? In meinem Kurs gibt es nur acht Personen. C. Thema Reisen 1. Wohin möchtest du fahren? Nach Skandinavien 2. Warst du schon oft im Ausland? Nur in Deutschland 3. Mit wem möchtest du Urlaub machen? mit meiner Freundin oder mit meinem Freund. 4. Fährst du mit dem Auto in den Urlaub? Nein, ich fliege. 5. Wie lange hast du Urlaub? Vier Wochen. 6. Warum bist du in Deutschland? Ich möchte Deutsch lernen. D. Thema Umwelt 1. Wie findest du das Wetter in Deutschland? Ich finde, in Deutschland regnet es zu oft. 2. Fährst du oft ans Meer? Nein, ans Meer fahre ich nicht oft. Es ist zu weit weg. 3. Was gefällt dir an Deutschland? Ich finde, deutsche Städte sind sehr interessant. 4. Wo möchtest du am liebsten wohnen? Ich würde sehr gerne in Süddeutschland wohnen. 5. Möchtest du gern in der Großstadt leben? Ja, aber vielleicht nicht für immer. Später möchte ich auf dem Land leben. 6. Welche Landschaft findest du schön? Ich mag sehr gerne die Berge. E. Thema Beruf. 1. Was bist du von Beruf? Ich bin Lehrerin. 2. Wie lange arbeitest du jeden Tag? Acht bis zehn Stunden. 3. Wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Ich habe einen großen Schreibtisch und einen Computer. 4. Macht dir die Arbeit Spaß? Ja, meistens. 5. Hast du sympathische Kollegen? Ich habe nur eine Kollegin, die ist nett. 6. Warum hast du diesen Beruf gewählt? Ich arbeite gern mit Kindern. F. Thema Einkaufen. 1. Wo kaufst du deine Kleidung? Im Stadtzentrum. 2. Was brauchst du für dein Frühstück? Kaffee, Brötchen, Marmelade und Milch. 3. Kaufst du viele Bücher? Nein, vielleicht eins im Monat. 4. Wann kaufst du Lebensmittel ein? Am Abend. 5. Wie viel Geld brauchst du für Zeitungen und Zeitschriften? Circa 20 Euro im Monat. 6. Mit wem gehst du gerne einkaufen? Mit meiner Schwester. Sprechen Teil 3. Was sollen sie tun? Dieser Prüfungsteil ist ein Rollenspiel. Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin, Teilnehmer A oder B oder Teilnehmerin A oder B, bekommen eine Aufgabe und ein Aufgabenblatt mit unterschiedlichen Informationen. Zum Beispiel eine Seite aus einem Kalender von A und eine Seite aus einem Kalender von B. Sie sollen Vorschläge machen, diskutieren und am Schluss zusammen eine Lösung finden. Sie haben dafür drei bis vier Minuten Zeit. Beispiel A. Sie möchten am Mittwoch zusammen einkaufen gehen. Wann haben Sie beide Zeit? Finden Sie einen Termin. Kandidat A, Mittwoch. Deutschkurs 9 bis 12 Uhr. Zahnarzt 13 Uhr. Besuch von Jonas 16 bis 18 Uhr. Kandidat B, Mittwoch. Arbeit 7 bis 11 Uhr. Deutschkurs 14 bis 17 Uhr. Besuch von Nadja. 21 Uhr Lösungsvorschlag A. Hallo Maria. Wollen wir am Mittwoch zusammen einkaufen gehen? Hast du Lust? B. Ja, das ist eine gute Idee. Aber ich habe am Mittwoch nicht so viel Zeit. Kannst du am Nachmittag um 15 Uhr? Nein, das ist schlecht weil ich bis 17 Uhr meinen Deutschkurs habe. Wir könnten uns vor dem Deutschkurs treffen. Von 11 bis 14 Uhr habe ich Zeit. Das geht bei mir nicht. Am Vormittag habe ich Deutschkurs und um 13 Uhr muss ich zum Zahnarzt. Und am Abend? Ich kann auch nach 17 Uhr. Um 21 Uhr kommt eine Freundin zu Besuch, aber zwischen 17 und 18 Uhr habe ich Zeit. Gut. Ich kann um 18 Uhr. Ist das okay? Ja, prima. Dann treffen wir uns um 18 Uhr. Beispiel 2. Sie möchten am Sonntag einen Ausflug machen. Was wollen Sie machen? Machen Sie Vorschläge, diskutieren Sie und finden Sie eine Lösung. A. Mit dem Fahrrad fahren, an den See, schwimmen. Im Restaurant essen. b. Mit dem Zug fahren, in die Berge, wandern, etwas zu essen mitnehmen. Lösungsvorschlag: A. Hallo Robert, wir wollen doch am Sonntag einen Ausflug machen. b. Ja, stimmt. Das Wetter soll gut werden. Ich schlage vor, dass wir mit dem Fahrrad an den See fahren. Ach, wir waren doch letzte Woche erst am See. Ich würde lieber in die Berge fahren. Mit dem Fahrrad? Nein, das geht nicht. Mein Rad ist nicht so gut. Lieber mit dem Zug. Ich finde die Berge auch okay, aber ich würde gern schwimmen gehen. In den Bergen gibt es auch viele Seen. Dann können wir beides machen. Schwimmen und wandern. Einverstanden. Dann machen wir das so. Zuerst wandern und dann schwimmen. Und mit dem Fahrrad können wir vielleicht nächste Woche etwas machen. Klar, aber jetzt fahren wir erst einmal in die Berge.